Du hast dein Auto Keramik beschichten lassen, dann erhältst du in diesem Video meine 8 besten Tipps, um das Auto perfekt zu pflegen und die Standzeit der Keramik zu verdoppeln. Erster Tipp, euer Auto wurde keramisch beschichtet, ihr holt es ab. Das heißt, wir haben Tag 1 und hier ist ganz wichtig zu sagen, lasst das Auto erstmal so, wie es ist. Was heißt das? Die Keramik muss noch nachhärten. Im Idealfall hat euer Aufbereiter das Auto jetzt schon 24 Stunden nach der Beschichtung stehen lassen in einem klimatisierten Raum. Jetzt ist das Auto wetterfest, die Keramik ist wetterfest, das heißt, ihr könnt damit schon rumfahren, es darf nass werden, es darf dreckig werden, es ist alles gut. Endfest ist die Keramik aber meist erst so nach 10 bis 14 Tagen. Gebt der Keramik auch ruhig diese Zeit, das heißt, in dieser Zeit, in den ersten 2 Wochen, bitte das Auto nicht waschen. Was heißt das im Genauen? Das heißt, dass ihr das Auto nicht per Hand wascht oder mit irgendwelchen Schwämmen oder so auf dem Auto rumreibt. Sollte das Auto dreckig werden, könnt ihr gerne in der ersten Zeit das Auto mit klarem Wasser abspülen. Das heißt, entweder zu Hause mit klarem Wasser und dem Kercher oder in der SB-Box. Denkt immer dran, nehmt das Glanzspülprogramm. Das ist meist ganz das letzte Programm, das ihr dort habt. Das ist Wasser ohne Kalk, das heißt, da bilden sich dann keine Kalkflecken oder so. Ihr könnt direkt wieder losfahren, auch ohne extra abzuledern. So könnt ihr zum Beispiel Vogelkot oder zu viel Staub oder Fliegenreste vorne gleich wieder abkerchern. Tipp 2 ist eigentlich obligatorisch, ist auch schnell gesagt. Bitte nicht polieren. Klingt banal, aber bitte eine Keramikbeschichtung nicht polieren. Die Keramikbeschichtung wird sonst entfernt. Alle Oberflächen, die keramisch beschichtet sind, bitte jetzt nicht mehr polieren. Tipp 3, keine Waschstraße mehr. Ja, es ist ein bisschen traurig, es soll ja easy to clean sein und easy to clean ist für die meisten nun mal einfach durch die Waschstraße fahren oder in so eine Portalwaschanlage zu fahren, aber das sollte ab sofort für euch tabu sein, auch nach den 2 Wochen Ausherzzeit, die ihr am Anfang einhaltet, danach könnt ihr ja ganz normal waschen, aber ihr wisst einfach nicht, was die für einen Reiniger nehmen. Die Bürsten, egal wie weich sie sind, sie schmieren nun mal den Dreck des Vordermanns auf euer Auto. Und das kann nun mal auch ein Pickup gewesen sein oder ein Jeep, der vorher wirklich durch einen Schmodder gefahren ist. Das wollt ihr nicht. Dementsprechend keine Waschstraße mehr. Tipp 4. Ab sofort nur noch Handwäsche. Das ist das Beste, was ihr eurem Auto generell antun könnt. Und auch der Keramikbeschichtung ist das tatsächlich am allerliebsten. Dementsprechend bitte ab sofort nur noch Handwäsche, egal ob ihr es zu Hause macht oder ihr macht es in der SB-Box. Es gibt viele Helferlein und ihr seht die Videos von mir, die wischen meistens am Anfang von großen Aufbereitungen und ich habe auch ein eigenes Video zum Thema Keramikwaschen gemacht. Ich mache demnächst auch sicherlich nochmal ein neues dazu. Ich verlinke euch mein jetziges hier in der Ecke. Könnt ihr euch anschauen. Weiter geht's mit Tipp 5. Tipp 5. An der SB-Box findet ihr so eine wunderschöne Bürste, mit der man das Auto so schön abbürsten kann, wo Schaum rauskommt. Ideal für die Handwäsche, meint ihr? Nein. Bitte nutzt diese Bürste nicht. Ihr tut euch keinen Gefallen damit. Ihr zerrammelt und zerschrammt damit jeden Lack, egal ob Keramik beschichtet oder nicht. Einzige Möglichkeit, diese Bürste zu verwenden, sind solche Überzieher, die ihr kaufen könnt. Die könnt ihr über diese Bürste ziehen. Dann berührt quasi nur noch eure Waschhaube das Auto. Somit sind diese Bürsten und der Dreck des Vordermanns in der Hülle gebannt. Die sehen so ähnlich aus wie so ein Waschhandschuh, haben halt auch so eine Zotten. Und damit könnt ihr dann vernünftig auch damit waschen. Oder ihr nehmt so einen Waschhandschuh, macht den Powerschaum drauf, geht dann damit quasi einmal ringsrum. Wenn ihr es noch genauer haben wollt, nehmt euch einen Eimer mit Shampoo mit und taucht den immer wieder schön ein. Das ist noch besser. Ihr findet euren Weg. Tipp 6. Das richtige Shampoo. Das richtige Shampoo ist hier schon recht wichtig. Bitte nutzt hier keine Quick-Schnell-Detailing-Shampoos-Gedöns. Im Grunde genommen könnt ihr ja fast alles nehmen, außer lösemittelhaltige Shampoos. Okay, es sei dazu gesagt, die bekommt ihr meistens nur im großen Fachhandel. Aber es gibt den einen oder anderen, der dann der Meinung ist, er müsste seine Keramikbeschichtung mit Terpentinersatz irgendwo reinigen, weil da irgendwas ist, was nicht abgeht. Das bitte tunlichst vermeiden. Normale Shampoos, wie ihr sie überall im Laden findet, also zum Beispiel hier das von Sonax,
Das findet man fast auch in jedem Supermarkt. Könnt ihr wunderbar dafür nutzen. Es gibt aber auch spezielle Shampoos, die genau für diesen Zweck gedacht sind, die Keramik zu waschen. Was ist jetzt anders an den Shampoos? Die sind mit besonders wenig Inhaltsstoffen einerseits versehen, um die Keramik nicht extra zu belasten. Andererseits frischen sie die Keramik auch wieder auf. Und damit kommen wir auch schon zu Tipp 7. Tipp 7, Auffrischung. Keramik, Beschichtung, Auffrischen. Was heißt das? Die Keramik setzt sich mit der Zeit irgendwann zu. Das passiert einfach durch mineralische Verschmutzungen, die sich in die Poren setzen. Das ist an sich nichts Schlimmes, das macht die nicht kaputt oder irgendwas, aber es führt dazu, dass sie halt nicht mehr so schön abperlt wie beim ersten Tag. Und das wollen wir ja möglichst erhalten. Dafür gibt es spezielle Produkte, und zwar gibt es dafür zum Beispiel, ich habe jetzt hier dieses von Labo Cosmetica, glaube ich. Das ist ein sehr saures Shampoo, das hat einen pH-Wert von 2, also wirklich, das ist schon eine krasse Säure. Die braucht ihr aber, um diese mineralischen Verschmutzungen einfach zu lösen und aus den Poren zu holen. Wird quasi angewendet wie ein normales Shampoo, also ein Schluck mit in den Wascheimer, dann halt ganz normal waschen, abspülen, fertig. Wenn ihr das gemacht habt, dann gibt es auch noch solche Shampoos, auch die könnt ihr verwenden. Das habe ich eben schon erwähnt bei Tipp 6. Die sorgen aber dafür, dass die Keramik wieder schön abperlt. Funktioniert nur auf keramikbeschichteten Fahrzeugen, auf normalen Fahrzeugen keine Wirkung. Ist wirklich abgestimmt und damit sorgt ihr einfach dafür, dass die Keramik wieder optimal abperlt. Ich verlinke euch alle Produkte, die ich hier gerade erzähle, unten in der Beschreibung. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Nutze ich auch in meinen eigenen Fahrzeugen, an Kundenfahrzeugen. Ist wirklich hervorragend. Und dann kommen wir schon zum letzten Tipp, und zwar Tipp 8. Wenn euer Auto wieder perfekt gewaschen und abgeledert ist, also getrocknet, dafür könnt ihr zum Beispiel hier so ein flauschiges Mikrofasertuch nehmen, bitte kein Leder nehmen dafür, auch wenn man das umgangssprachlich so sagt. Und ihr wollt noch ein bisschen mehr Glanz und noch ein bisschen länger, dass es sauber bleibt, dann habe ich hier noch den letzten Tipp für euch. Es gibt spezielle Detailer, also Glanzversiegelungen, die speziell für Keramikversiegelungen sind. Auch hier habe ich tatsächlich das Produkt von Sonax. Finde ich wirklich gut, nutze ich auch, ja, jetzt nicht ständig, aber schon ab und zu. Sorgt nochmal für ein bisschen mehr Glanz. Sauber ist das Auto ja dann nach dem Waschen schon. Was das aber wirklich bringt, ist, dass das Auto grundsätzlich nochmal eine Ecke länger sauber bleibt. Habt ihr ja sowieso das Gefühl bei einer Keramikbeschichtung, dass das Auto sehr lange sehr sauber bleibt und meistens schon nach dem ersten Regen einiges an Verschmutzung schon wieder weg ist, obwohl man es gar nicht gewaschen hat. Aber damit, wenn ihr damit alles nochmal behandelt, und dann müsst ihr wirklich nicht viel nehmen, dann bleibt es gefühlt nochmal ein, zwei Wochen länger richtig sauber. Ja, das waren meine 8 Tipps zur Pflege von Keramikbeschichtungen. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Wenn ihr die Tipps wirklich beherzigt, dann könnt ihr die Standzeit eurer Keramik locker verdoppeln oder sogar noch länger hinauszögern, bis ihr merkt, oh, jetzt lässt sie wirklich langsam nach. Solltet ihr euch dann nicht dran trauen, zum Beispiel halt die Keramik richtig frei zu waschen, wendet euch einfach an den Aufbereiter, der euch die Keramik gemacht hat, oder einen Aufbereiter eurer Wahl. Das sind allgemeine Tipps, die könnt ihr eigentlich für jede Keramikbeschichtung so nehmen. Im Detail könnt ihr natürlich auch abgestimmtere Produkte nehmen. Fragt da einfach euren Aufbereiter, ob er euch sagen kann, welche Produkte er empfiehlt für die Keramik, die er verwendet, und dann habt ihr immer das optimale Ergebnis und habt auch wirklich lange was von eurer Beschichtung. Vielen Dank fürs Schauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.